Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge hier im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward. Heute beschäftigen wir uns mit der Krieger-Jobklassen-Quest ab Stufe 58 und mich freut's natürlich ungemein, dass ihr wieder am Start seid und Interesse zeigt. Also vielen Dank dafür, dass ihr auch schon die letzten Jobklassen-Quests so sehr supportet habt und ja, dem Ganzen auch eine gute Rückmeldung gegeben habt. Also vielen, vielen Dank dafür und ich würde mal sagen, wir legen einfach los. Ich saß hier gerade noch an diesem kleinen Tisch und habe mit diesen werten Herren noch ein bisschen diskutiert darüber, ob es doch eher sinnvoller wäre, eher eine Kriegerklasse zu spielen oder ein Paladin. Das war so eine kleine hitzige Diskussion, kann man sagen, und ich musste schon teilweise Streitschlichter spielen hier und war kurz davor, mit meiner Zweihand-Axt hier diesen Tisch zu zertrümmern, da sie sich fast schon an die Gurgel wollten, der kleine Lalafil und hier der andere gegenüber, und das war halt schon eine heikle Situation und ich glaube, das Thema ist noch nicht ganz vom Tisch, aber zumindest haben sich jetzt die Gemüter beruhigt. Und an der Stelle natürlich auch noch die Frage an euch persönlich, währenddessen ich mein Interface mal einblende. Wie ist denn eure Meinung diesbezüglich? Ist es eher sinnvoller im Spiel Final Fantasy XIV Heavensward einen Krieger zu spielen? Oder ist es doch eher sinnvoller, einen Paladin mal anzufangen? Wo ist Pro und Contra? Wie ist eure persönliche Meinung? Schreibt es doch gerne mal rein in die Kommentare unter des jeweiligen Videos, sprich unter dieses aktuelle Video. Würde mich freuen. Und da können wir das aber gerne auch beim nächsten Livestream, die auch wieder bald stattfinden werden, die nächsten Livestreams auch mal thematisieren. Würde mich also interessieren, eure ehrliche Meinung dazu. Aber bevor wir jetzt hier weiter in dieser Diskussion verschwinden, Paladin versus Krieger, werden wir jetzt auch die Jobklassen-Quest weitermachen. Wie gesagt, ab Stufe 58 geht es jetzt nur voran. Und wir sehen natürlich wieder hier der ehemalige Söldner vom Heer der Helden ist am Start und hier der Großsturmbootsmann. Mit den drei Leuten eigentlich, auch mit dem Lalafell, waren wir letzte Folge auf der Phantominsel gewesen und haben dort die Piraten bekämpft, erfolgreich. Und jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Dafür quatschen wir jetzt mit dem Großsturmbootsmann und ich bin gerade ein bisschen irritiert, da hier noch steht, dass die Stufe 56er Quest wäre. Gebändigte Urkraft. Aber eigentlich habe ich doch die 56er Quest schon abgeschlossen eben, oder? Ich glaube, da war dann wohl noch ein Zusatz. Dann müssen wir den wohl jetzt nochmal reinschieben in die reguläre 58er Level Folge. Das heißt, wir machen mal hier weiter. Mal gucken, was jetzt noch kommen wird. Ich bin etwas irritiert. Also, auf geht's. Also, gebändigte Urkraft machen wir jetzt die Quest erstmal fertig. So, der Großsturmbootsmann sagt, durch den Kampf gegen die Piraten hast du eine neue Technik erlernt. Nicht wahr? Ja, das stimmt. Da habe ich die Technik. Ja, ich habe neue Technik gelernt, ja. Auch für uns war es sehr lehrreich, dich kämpfen zu sehen. Für heute ist unser Einsatz beendet, doch ich hoffe sehr, bald wieder mit dir gemeinsam gegen Limsas Feinde ziehen zu können. Bis dahin, lebe wohl. Ja, okay. Aber warum eine separate Quest? Aber okay, gleich quatschen wir drüber. So, der ehemalige Söldner sagt noch hier, na, dann will ich mich auch auf den Heimweg machen. Der nächste Kampf kommt bestimmt. Schöne Grüße an Weißkett. Ich danke ihm dafür, dass er dich geschickt hat. Aha. Auftrag angenommen. Also ich muss sagen, ich bin gerade etwas irritiert, denn eigentlich habe ich gedacht, dass ich bei der letzten Quest, die wir zusammen gemacht haben, Stufe 56, dass wir alles gemacht hätten. Warum haben sie es denn nicht alles in einen Dialog reingepackt und jetzt noch eine Zusatzquest gemacht? Also das ist jetzt echt ein bisschen irritierend, aber egal. Dann gibt es also auch in der Folge noch ein bisschen was von der 56er Questreihe. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Das war mir nicht bewusst. Aber ich denke, dafür werden wir jetzt gleich auch direkt die 58er Quest bekommen. Ich glaube, da wird jetzt nicht zu allzu langer und großer Dialog kommen jetzt hier noch. Zumindest werden wir jetzt wieder zum Camp Bronzesee geschickt. Zu unserem gebrochenen Berg. So heißt hier der Werteherr. So, hier haben wir den gebrochenen Berg. So, mal schauen, was der jetzt sagt. So, der sagt noch hier, wie lief dein Einsatz für den Mahlstrom? Hat sich die Urkraft in dir geregt? Ja, hat sie. Okay. Dein Gegner war also keine so große Herausforderung? Doch der Wunsch, deine Kameraden zu beschützen, hat die Urkraft erwachen lassen. Ach, so ist das. Das ist für wahr eine wertvolle Erkenntnis. Vielleicht hilft sie meinem Bruder endlich wieder mit vollem Eifer zu kämpfen. Allerdings muss er sich dafür erst wieder von seinen Wunden erholen, die er im Kampf gegen die Kobolde davongetragen hat. Uiui.
Er lässt dich gerade hier behandeln und freut sich bestimmt über deinen Besuch. Ah, das gehört alles noch zur 56er Questreihe. Verdammt! Hätte ich gerne noch bei der vorherigen Folge zusammengepackt. Aber jetzt ist das halt in dieser. Naja, egal. Wir verpassen ja trotzdem nichts. So. Der wispelgierige Klamm. Ja, der macht sich gemütlich. Der hat ein paar Sandalen an. Der lässt sich gut gehen. Mal schauen, was er uns zu sagen hat. So, ist er wieder gestärkt mit seinem Astralkörper. Meine Güte, der sieht aus wie ein Wrestler. So, der wispigere Klamm sagt, danke, dass du nach mir siehst. Bei unserem Einsatz gegen die Kobolde wurde ich schwer verletzt. Bis die Wunden verheilt sind, bin ich wohl zur Untätigkeit verdammt. Naja, so verwundet schaust du aber auch nicht aus. Ich sehe jetzt keine Narben oder keine Verbände. Und Weißkid sagt, den Berichten nach sollen die Kobolde neu entwickelte Bomben eingesetzt haben. Unser Held hier hat sich als lebender Schild tapfer vor seine Kameraden gestellt. Die neuen Bomben verfügen über eine gewaltige Sprengkraft. Dafür, dass du sie voll abbekommen hast, siehst du eigentlich noch ganz gut aus, Bruder. Ja, wollte ich gerade sagen. Also der sieht ja so aus, als hätte er keinen Kratzer davon also bekommen. Also ich sehe nichts an dem, was irgendwie an einen Kampf deuten würde. Der wispigierige Klamm sagt, ehrlich gesagt, wundert mich das selbst ein bisschen. Ich weiß bloß noch, wie ich mich vor meine Kameraden warf, um sie zu schützen. An die Explosion selbst erinnere ich mich nicht mehr richtig. Du wolltest deine Kameraden beschützen, sagt der gebrochene Berg. Auch Sarina wollte ihre Kameraden beschützen, wobei die Urkraft in ihr erwachte. Ihr beide habt gehandelt, um andere zu beschützen. Ist das der Schlüssel zur Kontrolle über die Urkraft? Wenn das so ist, dann hast du womöglich gar nichts mehr zu befürchten, Bruder. Meinst du wirklich? Antwortete der wispigierige Klamm. Ich weiß ja nicht. Sobald deine Wunden verheilt sind, solltest du einmal ausprobieren, wieder mit voller Kraft zu kämpfen. Und was, wenn ich wieder durchdrehe, wenn die Urkraft mit mir durchgeht? Ich habe Angst, was ich dann für einen Schaden anrichten könnte. Nur keine Sorge, glaube an dich und an deine Freunde. Falls die Gäule mit dir durchgehen, werden wir dich schon wieder einfangen. Meinst du, es bringt deine Forschung voran, wenn ich es versuche, wieder ernsthaft zu kämpfen? Nun gut, ich denke darüber nach, während ich mich auskuriere. Und der Weißkett sagt, lass dir Zeit, mein Freund, du hast dir die Erholung verdient. Ich komme bald wieder vorbei. Sarina, komm nachher bitte zu mir, ich möchte noch etwas mit dir besprechen. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin so hin und her gerissen, ob der einfach gerade gar nicht an sich glaubt und versucht sich zu drücken, also der wispierige Klamm, und ob das wirklich der Wahrheit entspricht, dass er sich sozusagen die seine Leute beschützt hat und dadurch im Kampf schwer verletzt wurde, ich weiß nicht. Also was denkt ihr? Der sieht ja echt unverletzt aus. Der hat ja nix, der hat ja keinen Kratzer, er hat nicht mal einen Verband, er hat keine Fleischwunde, ich weiß es nicht. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Ich würde sie mir jetzt auch nicht verübeln, wenn er jetzt einfach so verängstigt wäre und gar nicht mehr an sich glaubt. Nach solch einem Ausraster, den er ja hatte. Und außer Kontrolle geraten war und seine Freunde verletzt hatte. In dem Fall sogar seinen eigenen Bruder. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber vielleicht bekommen wir jetzt noch weitere Informationen von dem gebrochenen Berg. Und der sagt noch hier, der Kampf gegen einen starken Gegner peitscht die Urkraft auf und der Schutzinstinkt hält sie unter Kontrolle. Ich kann es kaum erwarten, meine Theorie zu überprüfen, doch mein Bruder fürchtet sich vor sich selbst. Falls er die Kontrolle verliert, musst du ihm helfen, Sarina. Bereite dich gut darauf vor. Okay, und das wäre jetzt wirklich der Abschluss gewesen, der Stufe 56er Quest. Gut, das haben wir jetzt also noch in diese Folge reingequetscht.
Das heißt, beim nächsten Mal achte ich noch ein bisschen mehr drauf, ob dann auch wirklich alles abgeschlossen wurde. Aber das hält mich jetzt nicht davon ab, voll und ganz mich auf die wirkliche 58er-Quest jetzt vorzubereiten. Ihr seht es auch gerade hier. Die nächste Quest hat den Namen Klamm in der Klamm. Klamm in der Klamm. Ja, welch ein Wortspiel. So, also 58er-Quest. Routine gibt es, ein bisschen Gil und hier gibt es auch die neue Fähigkeit. Equilibrium heißt diese Fähigkeit. Reaktivierungszeit 60 Sekunden, hat also auch einen geringen Cooldown. Und du regenerierst einen Teil deiner LP. Heilpotenzial 1200, Bedingung Verteidiger. Und bei Auslöser stattdessen eine Regulation von 200 TP. Oh, das ist ja cool. Self-Heal für einen Tank oder generell als Krieger ist schon eine nette Sache. Kann man auch, glaube ich, sehr gut mit Chakra kombinieren. So, das beides hintereinander mal reingekloppt. Dann hat man noch ein bisschen was Leben regeneriert. Das freut mich sehr gut. Aber bevor wir uns auf diese Fähigkeit konzentrieren, werden wir jetzt die Quest erstmal annehmen. So, vorher gönne ich mir noch ein Schlückchen. Ich mache ja gerade schon ein paar Aufnahmen hintereinander. Und quatsche jetzt schon wieder seit über einer Stunde. So, aber auf geht's. Der gebrochene Berg sagt Folgendes. Du siehst von Mal zu Mal stärker aus. Wie machst du das nur? Ich spüre regelrecht, wie die Urkraft in dir brodelt. Wirklich? Okay. Ich soll dir von Weißkit ausrichten, dass er bei seinem Bruder auf dich wartet. Es geht wohl um eine neue Aufgabe des Mahlstroms. Lass uns zu ihnen gehen. Okay, also Weißkett hat auch einen Bruder. Das wird hier ja echt zu einer Familienangelegenheit. Was ist denn los? Also, unglaublich. Gebrochener Berg und wispigeriger Klamm sind Brüder. Zumindest habe ich es bis jetzt gedacht. Und Weißkett hat auch einen Bruder, oder? Habe ich es gerade falsch gelesen? Mal schauen. Wir sprechen mit dem wispigeriger Klamm zuerst mal. So. Und der wissbegierige Klamm sagt Folgendes. Oh, Sarina, hallo. Der gebrochene Berg sagt, da bin ich ja mal gespannt, was der Mahlstrom diesmal will. Schieß los, Weißkett. Okay. Kundschafter haben beobachtet, wie Kobolde des 179. Orden einen Karren mit neuen Bomben vorgeladen haben. Es steht zu befürchten, dass sie damit Camp Bronze sie angreifen könnten. Der Mahlstrom plant, die Kobolde in Zelsmas Klamm abzufangen, bevor sie größeres Unheil anrichten können. Tja, und ihr beide sollt das Abfangkommando verstärken. Und der wispigerige Klamm sagt, ich weiß nicht, das könnte ein übles Ende nehmen. Zelsmas Klamm ist so eng, dass kaum zwei Karren aneinander vorbeipassen. Wenn ich da von der Urgewalt in Raserei getrieben werde, gibt es für unsere Kameraden kein Entrinnen. Dann hau ich alle, die mir im Weg stehen, kurz und klein. Und gebrochener Berg sagt, daran habe ich auch schon gedacht. Aber ich glaube, dass du gerade deshalb die Kontrolle über die Urgewalt behalten wirst. Und Weißkett antwortet, du meinst durch seinen Beschützerinstinkt? Ist das nicht eine etwas gewagte Vermutung? Ach, Pappalapapp, wenn wir meine Theorien nicht auf die Probe stellen, finden wir die Wahrheit nie heraus. Außerdem wird Sarina in seiner Nähe bleiben. So ist es. Willst du vor dir selbst davonlaufen, Bruder? Wenn du dich verkriechst, rückt unser Traum in weiter Ferne. Schon gut, ich denke darüber nach. Ja, es ist nicht einfach für ihn. Das sollte ein Erlebnis. So. Und Weißkett sagt noch, er wird sich schon wieder einkriegen. Sprich mit ihm und meldet euch dann beim Großsturmbootsmann an Zelmas Klamm. Ja, ist immer schwierig, ne? Wenn man so schlechte Erfahrungen gemacht hat im Leben und dadurch auch noch seine Freunde verletzt hat, wie es in dem Fall war, dann ist es natürlich umso schwerer, auch wieder sich aufzurappeln und seinen Mut zu fassen. Also das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Aber muss sich seine Angst auch stillen. Das bringt sonst nichts. So, mal gucken, ob wir ihm ein bisschen Mut zusprechen können. Den wispigierigen Klamm. Und er sagt, was ist bloß los mit mir? Durch mein hartes Training bin ich heute stärker als je zuvor.
Trotzdem fürchte ich mich, meine Kraft einzusetzen. Aus Angst, die Urkraft könnte mich erneut in Raserei treiben. Das ist eines Kriegers unwürdig. Ich muss mich zusammenreißen. Ich bitte dich, schlag mir ins Gesicht und vertreib die Furcht aus mir. Ich weiß nie, was es bringt. Ich muss mich endlich zusammenreißen. Schlag mich ins Gesicht und vertreib mir die Furcht. Der will wirklich einen Schlager. Oh mein Gott. Also. Naja, gut, wer das will. Okay, also Slash. Schlag. Bäm. Kriegt eine Schelle. Na komm, so stark habe ich nicht zugehauen. Sagt er. Ah, der hat gesessen. Jetzt geht's mir schon besser. Lass uns zusammen in den Kampf ziehen. Ich werde alles geben und unsere Kameraden beschützen. Auf zu Zelmas Klamm. Naja, was so eine Schelle bewirken kann, ist ja unglaublich. Also wenn das überall so machbar ist, dann... ist ja der Wahnsinn. Ja, einfach mal ins Gesicht gepfeffert. Schon ist der Krieger motiviert. Ja, so einfach geht's. Mal schauen, ob wir jetzt dann auch dies erfolgreich bestreiten können. Und der wissbegierige Klamm nicht in Enrage wieder verfällt. Mal schauen. Also, der Großsturmbootsmann sagt, ach, sehr gut, zwei Krieger sind eine höchste willkommene Verstärkung. Wir werden uns aufteilen und beide Seiten der Klamm gleichzeitig stürmen. Jeder von euch begleitet einen unserer Soldaten. Sarina, was für ein Glück. Es ist mir eine Ehre, abermals an deiner Seite in die Schlacht zu ziehen. Wir übernehmen die Ostseite des Klamm, sagt der Malstromsoldat, der kleine Ladafil. So, und der Soldat der zweiten Einheit sagt, mit wissbigen Klammen kann eigentlich nicht schiefgehen. Beim letzten Mal hat er uns mit seinem eigenen Leib vor den Koboldbomben beschützt. Wir übernehmen die Westseite der Klamm. Aha. Okay, also ist es wohl doch wahr gewesen, dass er wirklich sich davor geschmissen hat, um die Koboldbomben abzufangen. Mhm. Gut, nehme ich alles wieder zurück. So, und der Großsturmbootsmann sagte, wenn ihr die Kobolde besiegt habt, dann rückt weiter vor. Wir treffen uns am Nordende der Klamm. Also dann, uns steht ein hartes Gefecht bevor, aber wenn wir zusammenhalten, haben wir nichts zu befürchten. Ich bin gespannt, ob es wirklich so hart wird. Zumindest bin ich guter Dinge. So, das heißt, wir werden einmal hier rüber marschieren. Und es stimmt wirklich, dass hier Zelmas Klamm ist wirklich sehr eng. Also ist hier nicht viel Platz, um auszuweichen. Hier spawnt auch immer wieder mal gern Fade hier auf der westlichen Seite des Klamms. Ist dann auch mal ein bisschen nervig, weil man im generell alle Gegner an sich hat. Oh. Oh, Leute, was ist denn hier passiert? Oh, wei. Oh, wei. Ich habe Angst. Was ist denn hier los? Achso, das sind die Kobolde. Ich habe gerade gedacht, unser ganzer Stoßtrupp wäre am Boden. Aber nein, ist nur der Lalafell, der Kleine. Der hat anscheinend schon die Kobolde abgewehrt. Die sind auch schon platt. Hm, mal schauen, was hier der Malstromsoldat zu sagen hat. Der Malstromsoldat sagt, oh, wir wurden von Kobolden des 179. Ordens überfallen. Oh, ja, da geht's direkt ab hier. So, okay, auf geht in den Kampf, aber wir sind ja guter Dinge und sind nicht aus der Übung. So, next one. Einmal rein. Das passt. Und schon ist er weg. Das war's gewesen. Nein, da geht's natürlich noch weiter. Das freut mich sehr. Ich muss sagen, von der Rotation, auch mit den neuen Fähigkeiten, gefällt es mir wirklich sehr. Sie lässt sich gut einarbeiten eigentlich auch. So, das war Zermalmen hier. Niedermähen war es, Zermalmen. Ich finde die Fähigkeit Niedermähen recht cool. Gefällt mir. So, ach, da geht's noch weiter. Natürlich. Aber die machen auch nicht viel Schaden. Das heißt, alles halb so wild. Einfach mal alle niederstrecken hier. Haben was zu tun. Mal alles hier aufgeräumt. So, der ist auch schon platt. Also, das geht hier ordentlich von der Hand. Das freut mich. So, dann mal noch einmal hier. Zack, einmal niedermähen. Und schon ist er down. Das gefällt mir. Das war schon gewesen. Sehr cool. Einmal macht es richtig Spaß. Ich fand den Krieger schon generell jetzt nicht allzu schlecht, ne? Es war ein bisschen schwieriger zu spielen als der Dunkelritter zum Beispiel oder auch der Paladin. Finde ich persönlich zumindest. Aber ich finde das immer sehr cool auch von der Animation des Kriegers mit der mit dem Zweihänder. Das hat schon was. So. Aber jetzt quatschen wir mit dem Malstromsoldaten und helfen ihm. So.
Und der Malstromsoldat sagt, Sarina Leves, ohne deine Hilfe wäre das hier übel ausgegangen. Aber ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Mal sehen, wie es der anderen Einheit und Wispigiering Klamm ergangen ist. Ja, ich hoffe wirklich, dass er sich unter Kontrolle hatte. Ich glaube, wenn der Wispigiering Klamm jetzt wieder irgendwie auf seine Freunde losgegangen ist und out of control war, dann würde es sehr schwierig, ihm nochmal ein bisschen Mut zuzusprechen. Oh, Leute, bitte, bitte. Habt ihr es hoffentlich geschafft? Bitte, bitte, Daumen drücken. So, wo ist er denn? Okay. Es ist keiner am Boden. Wispigiering Klamm hat auch keine roten Augen. Er ist also im Normalzustand. Er hat es wohl geschafft, oder? So, sprich mit ihm mal. So, und der Wispigiering Klamm hat wohl gute Laune und sagt, ho, 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 was für ein feines Handgemenge. Camp Bronzesee haben wir beschützt. Und der Soldat der zweiten Einheit sagt, der Wispigiering Klamm hat gekämpft wie ein Stier. Das war so mitreißend, dass ich absolut keine Angst verspürt habe. Und der große Sturmbootsmann sagt, den heutigen Sieg haben wir ohne Zweifel euch beiden zu verdanken. Ich werde dem Malstrom und Weißgeld lobend davon berichten, also dann auf Wiedersehen. Ja, vom Feinsten, sehr gut. Das Ego vom Wispigiering Klamm haben wir mal ordentlich wieder aufgepimpt. Sehr schön. Und er sagt noch, diesmal habe ich wirklich alles gegeben und dennoch hatte ich mich voll und ganz unter Kontrolle, ohne der Urkraft zu erliegen. Mein Bruder hatte recht. Wenn ich inbrünstig dafür kämpfe, meine Kameraden zu beschützen, behalte ich die Oberhand über die Urkraft. Vielleicht lag es aber auch an der Schwäche unserer Gegner. Sie waren ja nicht gerade Elitesoldaten, sondern nur für den Transport der Bomben zuständig. Das hat die Urkraft nicht unbedingt heraufbeschworen. Ich würde also noch nicht so weit gehen zu behaupten, dass ich meine Schwäche restlos überwunden hätte, aber es ist zumindest ein gutes Zeichen. Mal sehen, was mein Bruder dazu meint. Ach, ich finde das ein guter Schritt. Man muss ja auch klein anfangen. Also das, man muss ja nicht übertreiben. Wobei ja als Krieger ist es immer so ganz schwierig, ne? Man muss halt an seine Grenzen gehen einerseits, um neue Fähigkeiten zu erlangen. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht zu weiten Weg gehen und nicht drüber zu pacen, kann man sagen. Ja, also man muss aufpassen. Und das ist eine ganz heikle Geschichte als Krieger. Sich dann auch nochmal kurz vom Enrage mal runter zu drehen und nicht die Kontrolle zu verlieren. Aber ich denke, für die erste Kampferfahrung nach seiner Niederlage ist das, glaube ich, der richtige Schritt in die richtige Richtung. Und man muss auch klein anfangen. Ja? Also man wird ja nicht zum ultimativen Krieger. Das braucht seine Zeit. So, da sind wir wieder. So, mal schauen, was der Bruder zu sagen hat, ob er stolz auf ihn ist. So, also. Der gebrochene Berg sagt, mein Bruder hat mit vollem Einsatz gekämpft, ohne die Kontrolle über sich zu verlieren. Ja, so ist es gewesen. Wir waren erfolgreich. Trotzdem hat er sein altes Selbstvertrauen noch nicht ganz zurückgewonnen. Ich hoffe, das renkt sich bald ein. Und Weißkett sagt, uns bleibt keine Zeit mehr für lange Grübeleien. Konteradmiral Slavis höchstpersönlich hat Krieger zur Unterstützung angefordert. Die Kobolde haben ihr aufgelauert, aber der Malstrom kämpft noch an ihr anderen Fronten. Die Saragen scheinen die Ablenkung durch die Kobolde ausnutzen zu wollen. Es gibt Anzeichen dafür, dass sie die Dämme in Schädeltal durchbrechen und Bierhafen stürmen wollen. Der Malstrom hatte derzeit alle Hände voll mit den Kobolden zu tun und kann nicht genügend Soldaten für die Verteidigung der Dämme abstellen. In dieser Stunde der Not ist der Ruf nach uns Kriegern laut geworden. Wir sollen den Karren aus dem Dreck ziehen. Und wenn wir das schaffen, wird unser Ruf nicht nur in Limsa Luminsa, sondern in ganz Eosea rehabilitiert sein. Falls mein Bruder nicht dazu in der Lage sein sollte, muss ich dich alleine schicken. Bereite dich gut dafür vor. Ach ja, wie lief's eigentlich bei deinem letzten Kampf? Erzähl mir alles ganz genau. Naja, da waren so ein paar Kobolde, die habe ich platt gemacht und das war alles okay. So, habe ich's doch geahnt. Der harte Kampf hat die Urkraft in dir geweckt. Aber werd jetzt bloß nicht übermütig. Die Saragen sind nicht zu unterschätzen. Das stimmt. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.
und haben jetzt die Stufe 58er Quest abgeschlossen, des Kriegers mit dem Namen Klamm in der Klamm. Und die neue Fähigkeit auch noch zu bekommen, Equilibrium Senfil. Sehr gut. Auftrag abgeschlossen. Perfekt. So, wir schauen nochmal Sicherheitshalber nach, ob es wirklich dann auch... Ja, okay, die nächste Quest ist die Level 60er, das machen wir jetzt noch nicht. Das heißt, neue Fähigkeit, nochmal kurz begutachten, ihr wisst ja, wie es läuft. Selfie war es gewesen, das heißt, ich ziehe es mal wieder hier zentral in die Mitte zuerst mal. Aha, also, wenn ich Verteidiger habe, gibt es 1200 Leben, also ein Heilpotenzial von 1200. Und bei Erlöser regeneriert es 200 TP. Ach so, jetzt verstehe ich es erst. Ah, okay, bei Erlöser gibt es TP und bei als Verteidiger gibt es Lebenspunkte. Okay, also nur als Verteidiger. Ich teste mal kurz. Verteidiger aktiviere ich jetzt mal. Dann nutze einmal Equilibrium und auf geht's. So, schaut's aus. 2471 Leben habe ich dadurch regeneriert, gerade mit dem aktuellen Gear. Sehr schön. Also sehr schön. Hat eine Reaktivierungszeit von einer Minute. Und das im Zusammenhang auch noch mit Chakra hier. Zack. Crosskill 933. Das heißt, man kann schon einiges an Selfie raushauen. Das freut mich sehr. Die Frage ist natürlich wieder hier. Wo tue ich das alles wieder hin? Ich habe ja keinen Platz. Warte, dann tun wir hier noch so eine Markierung weg. Entferne Markierung A. Tun es neben Chakra, weil dann kann man es immer gleichzeitig aktivieren. Für doppelten Heal. Sehr schön. Ja, dann haben wir das auch zusammen gewuppt, auch diese Folge, die so ein bisschen auch noch ja, mit der 56er Jobklassenquest verbunden wurde. Ich hoffe, das hat soweit gepasst und ich konnte damit euch auch eine kleine Freude bereiten, auch mit dieser Jobklassenquest des Kriegers. Und dann heißt es, ja, bald haben wir es geschafft. Es steht nur noch eine Jobklassenquest aus, die Level 60er, und es scheint jetzt recht spannend zu werden, indem wir auch den Angriff auf Bierhafen verteidigen werden gegen die Sahagin. Also seid mit dabei beim nächsten Mal. Falls euch das gefallen hat, das Video, gebt den Ganzen auch gerne einen Daumen hoch. Mich würde es freuen und begrüße euch dann gerne auch beim nächsten Mal recht herzlich und sagte mal vielen Dank und wink euch nochmal entgegen und es bleibt mit den Worten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!